Hi, gute wie, hier ist wieder euer Hessemann. Wie geht's euch dann, ihr alte Babsack? Ich hoffe gut, ich lang nichts mehr von euch gehört. Ja, ich hatte Pause gehabt, ich hatte ein bisschen Urlaub gehabt, ja, hat mich ein bisschen zurückgelehnt. Jetzt bin ich wieder bei euch, ja. Und wie ihr seht, ist ja der Sommer da, perfekt, ja. Und was fehlt schön auf der Terrasse? Der Sonnenstuhl. Jetzt habe ich so alte Klapphocker nur da, ist nichts. Habe ich mir gedacht, weißt du was, gehst du mal aufs Internet und bestellst dir da ein paar schöne Klappstühle, so Hochlehner, so richtig schöne, so richtig mit Füßen raus und all so ein Zeug. Sind ja Bombe Dinger da im Internet. Also, was habe ich gemacht? Habe ich mir einen bestellt. Der kostet ja nicht viel. Die sind ja wesentlich günstiger als draußen im Geschäft, ja. Aber sehen genauso aus. Also, ich das Ding bestellt, 4 Tage drauf gewartet, kam der Briefträger total hier außer Atem, kam er mit 4 Stühlen unter den Arm, kam er die Treppe hochgewackelt. Und ja, dann hat er da mit seinem Taschenrechner das Ding abgescannt, den Label da und weg war er. Okay, dann kam mein Part. Ja, da bin ich erstmal dran, erstmal das Messer geholt, die Karton aufgeschnitten, die Stühlchen rausgeholt. Ich habe gedacht, ich bin beim Ikea, du leck mich doch. Nein, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Da musste ich das komplette Ding zusammenbauen. Beim Zusammenbauen habe ich schon gesehen, warum das so billig ist. Ich kann es euch sagen, es ist nicht mehr so, wie es früher war. Ja, die Qualität hat nachgelassen. Es ist ein Fusch hoch 10. Ihr dürft euch nicht täuschen lassen. Ihr geht her, bestellt irgendwo was im Internet. Über eBay, Amazon oder überhaupt den ganzen Scheiß auf gut Deutsch gesagt. Bestellt ihr was, ist in 3 Tagen da. Ja, das ist schon mal der erste große Fehler, was ihr macht. Ja, das Zeug wird erstmal vorher bestellt, das dauert sowieso 8 Wochen, bis es da ist, dann ist es bei denen in Lager, dann werdet ihr mit gefüttert, in 3 Tagen da, ihr geht davon aus, made in Germany, nee, trotzdem kommt die Scheiße über den Teich drüber und taucht kein Meter Pulver. So, und ich habe es erlebt, ich habe das Ding dann zusammengeschraubt und habe beim Zusammenschrauben gleich wieder an einen anderen Gang reingelegt und habe es wieder auseinandergeschraubt, habe es wieder in die Box reingepackt und habe gesagt, arrivederci und tschüss, das war's. Das könnt ihr vergessen. Der Stuhl, der hat ausgesehen. Der war zwar metallicfarben, ja, der war so pulverbeschichtet. Der war aus Aluminium. Da war auch ein, so ein Leine, nicht Leinestoff, sondern ja, so ein ja, witterungsbeständiger Stoff war. Konnte aber vergessen. Kein halbes Jahr, da wäre das Ding zusammengekracht. Geht überhaupt nicht. Und so primitiv, wie das aussieht. Und nur, weil ich dann 20 Euro spare. Mache ich nicht, weil dann kaufe ich nämlich 2-3 Mal. Und wenn ich 2-3 Mal kaufe, dann habe ich es nämlich davon, dann habe ich draufgelegt. Also was mache ich? Ich mache es jetzt wieder anders wie früher, als wo es noch kein Internet gibt. Ich gehe einfach her, gehe ins Kaufhaus oder irgendwo ins Bauhaus oder wie die ganzen Bauhäuser heißen. Da gehe ich rein und kauf mir da einen Stuhl, wenn der mir gefällt. Und wenn der halt ein paar Euros mehr kostet, dann ist es halt so. Aber das ist dann auch eventuell meine Qualität, wo ich haben will. Aber das Ganze hin und her, na. Überlegst du mal, ich hätte den Stuhl schon zusammengebaut. Und jetzt hätte ich Besuch gemacht, hätte Einweihung gemacht. Hätte gesagt, hier, ich mache Einweihung für meine 4 Stühle. Ja? Und denen wäre was passiert. Ich wäre mein Leben lang nicht mehr glücklich geworden. Nicht mehr. Mache ich nicht. Es ist einfach ein Murks in der heutigen Zeit, den ganzen Mist da wurde bestellt bei Viva.dl oder 24.com und wie der ganze Rotz da heißt, das könnt ihr praktisch knicken. Es ist nichts. Es taucht nichts. Ja? Ach, wenn du jetzt gerade sagst, nee, der hat nicht recht, der Hessemanni. Ja, dann habe ich halt nicht recht. Dann kauf doch den Scheiß. Wer selber sehe, ja? Aber es würde mich mal freuen, wenn ihr auch mal sowas habt. Habt irgendwo mal so einen Müll gekauft? Und sagt, meine Güte, auf den Bildern hat es so schön ausgesehen und jetzt auf einmal ist es wieder anders. Ja, dann schreibt mir doch mal, es wird mich mal freuen. Ja. Also ich habe schon so vieles miterlebt, jetzt nur mit Stühlen, auch mit allen anderen Sachen, ja, auch mit Kleinigkeiten. Ja. Habe schon mal einen Kuli bestellt, habe ich mal, oh, ein schöner Parker-Kuli. Ja. Ja, der hat vielleicht Parker auf der Hülle gestanden, aber innen drin war kein Parker. Ja. Da war ein No-Name-Kuli drin, was weiß ich. Also es ist zum Hühnermelken. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Okay. Und ich kann praktisch nur sagen, lasst die Finger davon. Es bringt nichts. Lasst einfach die Finger von dem Mist, ja. Guckt euch lieber Video an oder sonst irgendwas. Zum Beispiel hier, komm her, Binchen. Ich bin wieder mit meinem Hund unterwegs. Komm mal her, Binchen, komm her. Komm her, muss ich euch mal was zeigen hier. Guckt mal hier. Ja, mal Binchen, gell. Die ist nicht vom Internet. Die habe ich vom Züchter. Ja, siehst du, da habe ich halt einen Preis bezahlt, den wo ich will, nicht wo der Züchter will. Gottes Wille. Mache doch keinen Tierhandel. Ja, Hundschuh passt zu mir. Ich passe zum Hundchen, ja, und
Das ist einfach herrlich. So muss es sein, gell? Und nicht anders. So. Aber du, oh, ich sehe gerade 32 Grad. 32 Grad am Himmel. Gerne, na. Also, Manni, du musst in den Schatten. Also, ich wünsche euch was. Bis die Tage mal wieder. Und vergesst mich nicht. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen hoch. Und ihr könnt es auch gerne abonnieren. Drückt links, rechts, oben, unten auf Abonnieren auf mein Bildschirm. Und dann habt ihr das Video. Und das hat immer auf dem neuesten Stand. Also, bis die Tage. Euer Hesemanni. Macht's gut. Ciao. Servus. Ein gute Wie.